ab. Ja. Mein Gravel haben wir wahrscheinlich noch. Gravel, wie auch immer. Scheiß mal drauf. Ja. So. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal wieder raus. Achso, hier ist der andere Eingang, glaube ich, gewesen. Also müsste es hier nach Hause gehen, hoffe ich mal. Unser Zuhause war Schneebiom, oder? Ja. Ach, hier. Ja, hier ist es. Gut, hab schon gefunden. Erstmal ein bisschen Schnee noch mitnehmen, keine Ahnung. Und hier im Vorbeigehen noch die Schaufel schrotten. Weil die Dia-Schaufel ist schon fast im Eimer. Auf welchem Level könnt ihr schon verzaubern? 28, wir brauchen nur ein Bücherregal, dann können wir auf 30 verzaubern. Gut. Ich bin auf 19 gerade. Du könntest schon verzaubern, auf jeden Fall. Ja, aber ich möchte auf Level 30 warten, dass ich dann vielleicht schön hohe Effizienz kriege. Alter, hoffentlich kriege ich Haltbarkeit oder so ein Scheiß, ey. Das regt mich ja immer auf, wenn man Haltbarkeit kriegt. Da kann ich immer eine neue machen und hab den gleichen Effekt, ey. Ich meine, Diamanten haben wir eh genug. Deswegen, es lohnt sich nur bei Effizienz. Bei Haltbarkeit lohnt sich das nicht. Ja. Meine Diamanten können wir uns immer wiederholen. Ja. Oh, wir können kein Strip-Mining machen oder sowas, aber... Wir können, aber wir machen es nicht, weil es scheiße ist. Ja, wir könnten, aber es ist scheiße für ein LP Strip-Mining zu machen. Ja, das kann man machen, wenn man Stein braucht, aber nicht, wenn man Rohstoffe besucht. Bei Steinen ist das sinnvoll, aber sonst nicht. Ja. Bei Steinen sollten es wahrscheinlich auch unten mal da in der Mine so eine Steinmine noch anlegen. Ich hoffe, ich krieg Samthandschuh und Effizienz, ey. Beides richtig geil. Wofür willst du Samthandschuh? Alles so abbauen können. Ach so, stimmt, mit meiner Schaufel ist das ja eh unnötig, aber du. Ich mein, bei dir, das ist auch cool. Dass wir dann gleich Dings haben. Cleanstone. Ja. Das heißt übrigens Hutsamkeit, glaube ich. Nee. Doch. Nein. Das wurde geändert. Also sonst hieß es Samthandschuh. Ja, hieß es früher mal. Dachte ich am Anfang auch, aber jetzt heißt es Behutsamkeit. Also es hieß bis letztens noch Samthandschuh. Soweit wie ich weiß. Ich weiß nicht mehr, es kann auch sein, dass es früher Behutsamkeit hieß. Auf jeden Fall wurde das Deutsche auch nochmal geändert. Ach übrigens, als ich heute Morgen mal so den Folgennamen rausgesucht habe, ne? Da hast du ja gesagt, hoffentlich ist da jetzt kein Cut drin. Und genau da ist bei mir ein Cut drin. Ganz genau da. Habe ich so gesehen. Ah, ey, Justin. Also, du hast das als Scherz gesagt, weil, wenn da ein Cut drin ist, ist das richtig lustig, weil es dann keiner versteht, so, ne? Und genau da ist bei mir ein Cut drin, Alter. Ich gucke so die Folge, ne? Und was kommt als erstes? Hoffentlich ist da jetzt ein Cut drin. Ey, was hatten wir denn da gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das Ende von der Folge davor nicht geguckt. Ich scroll mal bis zur Mitte ein bisschen durch und nimm da einen Namen. Ah, merke ich schon. Ja, und ich... Ja, so, warte. Jetzt, was wollte ich jetzt holen? Gravel. Brauch mehr Gravel. Ich bin Gravel geil und so. Heißt auch Gravel. Ja, Gravel. Boah, Fleisch. Boah, jetzt geht's los. Boah, Eisen. So. Erstmal was essen. Oh, Nacht. Schnell Viecher töten. Was denn, deine Chance? Gleich. So, wann spawnt denn hier vielleicht mal was? Und die Kühe ficken lassen. Ganz wichtig. Besamung der Kühe. Ich habe schon wieder zwei Leder. Teil 1. Hier, zwei Leder. Wir können auf Level 30 verzaubern. Hinter dir. Stimmt. Ist schon. Wo? Hä? Achso, habe ich schon aufgenommen. Die habe ich dir gegeben. Dachte, guck
Kurz, nee, falsch. Weil ich habe noch eine Kuh gefunden gehabt. Jetzt brauche ich ein paar Monster, ich bin auf Level 19. Ja, ich brauche auch ein Monster, ich komme gleich mit und suche auch noch welche, so. Eins, zwei, drei, und jetzt. Boah, mein Inventar ist so voll, ey. Scheiße. So, welches Level? Ach, falsch. Das ist ja schon verzaubert. Level 30, genau. Geht's jetzt? Ja. Wir brauchen eigentlich gar nicht alles voller Bücherregale stellen. Weil ich glaube, der Enchanting Table ist immer noch auf ein höheres Level eingestellt. Ja, glaube ich auch. Aber man kann maximal auf 30 verzaubern. Ach scheiße, ich muss ja erstmal fortpflanzen und dann töten. Ja. So. Deswegen kill ich extra die Schweine, weil wir da noch mehr haben. So, du kannst sterben. Du auch von mir aus. So, 4 Kühe haben wir noch. Warte. Dann lasse ich jetzt hier erstmal ein paar wieder. Ich kill die Eltern dann nicht gleich, dass man die dann bald wieder vermehren kann. Ja. Gut, okay, warte, die Schafe muss ich auch erst töten, bevor du die tötest, weil wir haben fast keine Schafe mehr. Ja. Bisschen extrem steiße. Wir dann fast keine mehr haben. Gut, so, du auch noch, keine Ahnung. Du und du, keine Ahnung. So, ich snack mir dann mal das Skelett hier. Ja, merke ich schon. Boah, hier spawnen so wenig, ey. Ich glaube, im Dschungel spawnt mehr. Ich gehe jetzt mal in den Dschungel. Ja, da ist ja auch viel dunkel. 200 Männer! Komm, ja, die snacken wir uns. Ich hab dir beide angeguckt, helf mir. Ich bin vorm Haus. Was denn, ey? Ich guck den einen jetzt gleich mal an. Ach du Heilige, du Vollpfosten, ey. Das... Warte, hier ist er. Boah, Arsch, ey. Hinter dir! Der ist... Wo? Boah, scheiße, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der ist fast tot. Wo ist er? Deutet sich auf jeden Fall zu dir. Ich weiß, weil ich ihn zuerst angeguckt habe. Sing, du musst mir so... Oh, beste Deckung geben, wo? Boah, ey, du Ficker, ey. Boah, der hat auch noch was geklaut, ey. Scheiß Pole. Ja, echt mal. Boah, tot. Hast du ihn getötet? Ja, die XP ist da unten, warte, hol ich mal kurz. Aber einer, hast du den anderen auch schon getötet oder ist der noch hinter mir her? Der müsste noch hinter dir her sein, ich habe nur einen gerade getötet. Dann musst du bei mir bleiben, weil der andere hat's ja auch gemacht, der hat sich ein paar Minuten nicht blicken lassen und ist dann von hinten gekommen. Das heißt, du musst bei mir in der Nähe bleiben. Guck mal, auf dem Dach von unserem Haus ist ein Skelett. Genieß die Ausschau da. Ja, ich glaube auch, ey, geh mal runter von unserem Dach, so. Jetzt gibt's erstmal Schlägerei da oben. Warte, pass auf. Guck mal, warte, pass auf, Justin, warte. Ich bin hinter dir. Achso, ja, warte. Wo ist denn das hier? Hier irgendwo. So, du Arsch, Rakete. Jetzt gibt's Schlägerei. Bruder. Ja, deine Mutter, ey. So, tschüss. 1 XP und nein sammeln, Justin. Ups. Sind da überhaupt XP gekommen? Ja, okay, du bist runtergesprungen. Ja, weil ich ihn einmal geschlagen habe. Das Vieh. So, jetzt musst du bei mir in der Nähe bleiben, weil der Enderman kann jeden Moment von hinten kommen. Aber obwohl, da lagen gerade eben 6 XP-Kügelchen. Das kann auch sein, dass der andere auch gestorben ist. Dann komm mal mit in den Jungle. To the Jungle. Let's go in the Jungle. Aua. In the Jungle und so. Ich bin unterwegs. Aber ich brauche mehr Fischer. Ich such jetzt, Kann sein, dass hier allgemein nicht so Uppsala viel spawnt. Erstmal ins Loch springen. Kommt immer gut. Ja, sowieso. Also ins Loch springen. Hm? Ich glaube, da war jetzt... Nee, doch nicht. Da kann kein Cut drin gewesen sein. Nee, nicht wirklich. Ins... Huch, in 4 Minuten kommt der nächste Cut erst. Cut. Warum habe ich gerade voll die Frame-Einbrüche, Alter? Hatte ich gerade eben auch irgendwo her. Habe ich jetzt die ganze Zeit? Ich hab die so ab und an mal... Bei mir kommen die so, das springt ab und an mal auf 20 einfach mal so. Dann wieder auf 60, dann wieder. Ich hab die gerade zwischendurch die ganze Zeit. Alle 2 Sekunden habe ich so ein halbes Sekunden Standbild und dann ist wieder gut. Ein halbes Sekunden Standbild habe ich nicht. Ich habe eher
Das habe ich aber gerade die ganze Zeit, das geht gar nicht. Ich würde sagen, in 4 Minuten beenden wir kurz die Aufnahme. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall die Folgen voll. Boah, hier ist ein Evil Chicken, ey. Erstmal töten. Boah, da vorne ist ein Schwein. Guck mal hier, Schwein, ey. Boah, ich finde nicht mehr zurück. Ist schon kommen. Obwohl ich weiß ja noch, wo es zurückgeht. Oh, da hinten steht ein Creeper. Na, wie sieht's aus? Alter. Ja. Bäm, und so. Oh, der Creeper hat ein bisschen Explosion gemacht und so. Ja, scheiße drauf, scheiß Creeper und so. Du solltest dich vielleicht nicht explodieren lassen, sondern töten, sonst kriegst du keine Experience. Wir haben, glaube ich, gar keine Hühner, oder? Kann das sein? Nö, weiß nicht. Haben wir nicht. Schon getötet. So egal, den ganzen Weg können wir ja auch nicht mitnehmen, ey. So, Skeletti, jetzt gibt's erstmal Schlägerei. Ich bin schon Level 5. Cool, ich bin Level 20. So, hast du immer noch Standbilder? Nein. Gut. Okay, bei mir geht's nämlich nicht in 4 Minuten, weil bei mir ist dann die eine Folge halt ein bisschen kürzer, weil ich ja ab und an mal ein paar Mal gestoppt habe. Ne? Aber irgendwie, die FPS sind immer noch voll im Keller. Die wechseln jetzt immer zwischen 60 und 20. Es ist bei mir aber auch so. Jetzt ist es wieder bei 57, also bei mehr. Oh, haben wir eigentlich schon Kürbisse? Nee, oder? Nö. Gut, ich habe Kürbisse gefunden. Keine Ahnung, können wir mal Kürbisse anbauen. Und ein Zombie. Ja, stirb mal ruhig. Tschüss. Oh, Creeper. Na, wie sieht's aus? Oh, hier ist ein Huhn. Gut aus. Ja. Ich glaube auch. Boah, Mann, explodiert doch nicht immer. Scheiß Vieh, ey. Ja, echt, oh, Mann, lass nicht immer explodieren. Du brauchst Experience. Ah, ich hab vergessen. Der wollte nicht irgendwie. So, was schmeißen wir weg? Eine Kohle brauche ich keiner. So. Für so viele schöne Kürbisse. Die mich alle so böse angucken. Scheiß Viecher, ey. So, jetzt wieder Tag, jetzt muss ich wieder zurückrennen. Ich bin gerade unter Wasser und kill ein paar Tintenfische. Oh, ich habe einen Huhn gefunden. Na, tot. Ich habe auch schon welche gekillt. Hier ist auch noch eins, das schwimme ich jetzt hier und kill das. Okay, ich gehe gerade wieder ins Dschungelbiom. Und hier sind ganz viele Kühe, die töte ich mal. Ja, ist doch scheißegal. Töt die Scheiße. So, Also in unserem Gehege meine ich jetzt. Ja. Nein, war Scherz. Ich bin noch im Dschungel hier und dann. Und da kommt ein Creeper! Hau ab! Nein! Ich konnte nicht rückwärts gehen, da waren Blätter hinter mir. Explodiert, ich weiß. War bei mir auch gerade eben so. Deswegen ist das scheiß Vieh hier explodiert. War voll der einzigste Grund. Boah, ich nehme jetzt hier. Boah, ey, der Baum steht mir voll im Weg. Kann die Scheiße noch nicht mal aufnehmen. Schmeißen wir Schneebälle weg. Tu das, ich hab gar keine dabei. Scheiß Schneebälle, ey. Warum habe ich die Steinziegel dabei? Weiß ich nicht. Aus dem Ofen vielleicht? Ein Steinziegel, den kannst du nicht in den Ofen machen. Ein Steinziegel, doch. Nein, den kannst du aus 4 Cleanstone craften. Ach, du meinst so ein Steinziegel? Ja, ein Steinziegel. Kein Ziegel, ein Steinziegel. Deswegen heißen die ja Steinziegel und nicht Normalziegel. Ach so, ich habe gedacht Normalziegel. Ja, ich habe gerade nicht so richtig. Nee, ein Steinziegel. Geachtet. Weiß ich nicht, vielleicht hat ein Mob die gedroppt. Ja, klar. Kann auch sein. Ist kein Mob droppt sowas. Vielleicht waren das die bösen Tintenfischviecher, die nicht sterben wollen bei mir. Doch, jetzt. Boah, guck da nicht so hässlich, ey, du. Ich bin auf Level 21 und du? Level 6. Boah, ich muss jetzt erstmal überlegen, was schmeiß ich denn am besten weg, Baumsamen. Nein, nicht sterben. Gut. Ey, komm zu mir. Warte, ich gebe dir Koordinaten kurz durch. Wieso soll ich herkommen? Ich bin mit Mega Frame im Brüchenalter 24. Komm zu minus 6 und minus 47. Das ist minus Schlucht. Minus 6 und hoch. Minus 47. Willst du mich verarschen? Was denn? Ich muss voll weit laufen. Ich bin bei irgendwas mit 200. Alter Frame. Ups. Oh, ich habe auch was gefunden. Jetzt habe ich wieder 60.
Ich hab ne Höhle gefunden. Ist doch geil. Hab ich Ich auch bin gerade in kann der man von Schlucht hier gerade drin. sehen. Ja, ich farm hier gerade mal ein bisschen Dingsen. Bisschen Kohle, weil ich Ich mein, auch, ja. weil ich, also ich habe Ich mich in die kann. Schlucht runtergebaut und baue Kohle ab. Ja, ich kann nämlich, ich kann zwar keine Kohle aufnehmen, aber ich kann zumindest ein XP sammeln. Und Oh, hier hinter ist geil. gleich Eisen. Aua, was war das denn für eine anale Arschrakete, ey? Anale Arschraketenaktion. Raktion. Fraktion. Schreibt's in die Kommentare. Welchen YouTuber war das jetzt? Ich weiß nicht.